Einen schönen guten Morgen beim Wetter. Wir schauen gleich mal auf unsere Wettercam und die zeigt uns heute Morgen Bilder aus Wagrain. Schönste Bilder aus den Salzburger Bergen. Der perfekte Tag für eine Wandertour wäre das heute. Von einem Tief über Skandinavien reichen dichte Wolken über das Baltikum bis nach Mitteleuropa. Dabei gehen stellenweise gewitterige Schauer nieder. Sonst Hochdruckeinfluss in Westeuropa und im Mittelmeerraum. Viel, viel Sonne und trockenes Wetter. 37 Grad wieder in Madrid, der absolute Hitzepol ja schon seit Tagen in Europa. 32 Grad auch in Paris und 28 Grad in Rom. Ein Badetag steht uns heute in Österreich ins Haus vor. Es ist es überwiegend sonnig, am Nachmittag jedoch von Westen zunehmend gewitterig, mäßiger bis lebhafter Wind aus Ost bis Süd und 24 bis 32 Grad maximal. Am längsten sonnig ist es heute im Osten und im Südosten des Landes. Schauen wir gleich mal auf die 24-Stunden-Prognose im Westen. Vorerst ist es noch sonnig, erst am Nachmittag wird es dann zunehmend unbeständig. Gegen Abend sind dann noch erste Schauer und Gewitter möglich. Im Osten bleibt es überwiegend sonnig, es ziehen nur harmlose Wolken durch und es wird heiß heute, bis zu 32 Grad. Auch in der Nacht gehen die Temperaturen nicht unter 20 Grad zurück. Die 7-Tages-Prognose für den Westen, heute und morgen ein Wechselspiel aus Sonne und Wolken. Donnerstag und Freitag etwas unbeständiger und auch nicht mehr ganz so heiß mit maximal 24 Grad. Im Osten bleibt es heiß, heute 32, morgen 29, am Donnerstag schon wieder 32 Grad. Nur morgen sind dann ein paar mehr Schauer möglich als sonst.